Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Tut mir leid wegen meiner Stimme. Ich bin ein bisschen heiser und ein bisschen erkältet. Ich wollte aber trotzdem das Video unbedingt drehen. Es geht heute um die Metal Shock Nail Powders von Essence. Ich habe hier ein bisschen was hergerichtet. Ich will euch heute zeigen, wie ich sie verwendet habe und auch gleich so eine kleine Review abgeben, wie ich die Produkte gefunden habe, wie es für mich funktioniert hat, vor allem da ich Gelnägel habe. Also ich habe das Ganze auf meinen Gelnägeln verwendet. Was ich davor unbedingt noch erwähnen will, ist, schaut gerne bei Amy einfach perfekt, unperfekt, einfach unperfekt, perfekt vorbei. Ich werde es euch oben verlinken. Sie hat ein ganzes Video über die Nail Powders gemacht, hat alle Farben geswatcht und hat auch einen Tipp gegeben, den ich leider Gottes erst gesehen habe, nachdem ich sie schon verwendet habe. Und somit wollte ich auf sie unbedingt aufmerksam machen, bevor ich noch anfange. Kurz als Erklärung. Das sind Nail Powders in 6 verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt das Silberne mitgenommen. Und ich glaube, Essence sagt, dass man zuerst einen Unterlack verwenden soll, was Farbiges oder was Neutrales, wie man das haben will. Dann das Nail Powder auf den getrockneten, angetrockneten, komplett getrockneten Nagel geben soll. Danach muss man so ein bisschen verwischen und dann gibt man noch den Überlack drüber. Ich habe das so gemacht, auf dieser Hand, auf der ersten Hand, auf der ich es probiert habe, dass ich es komplett ohne Nagellack drunter aufgetragen habe. Ich habe mit meiner Nageldesignerin geredet und sie hat gemeint, dass sie denkt, dass man den Unterlack nur auftragen soll, damit der Nagel glatt ist, wenn es nicht darum geht, dass es die Farbintensität steigern soll. Also so wie es bei mir der Fall war. Bei dem Silbernen ist es ja angeblich so, dass man eben keinen farbigen drunter tragen muss, damit die Farbintensität stärker ist. Das funktioniert auch ohne. Und somit hat sie gemeint, sie denkt, dass es nur darum geht, dass der Nagel schön glatt ist. Das ist er aber bei einem Gelnagel ja schon, weil meine Gelnägel sind ja schön glatt, da habe ich ja keine Unebenheiten, so wie es auf normalen Nägeln der Fall sein kann. Somit habe ich es bei der Hand einfach probiert, ohne etwas drunter zu geben, habe das dieses Nail Powder mit dem Finger versucht aufzunehmen, was bei mir so ein bisschen tricky ist, weil ich mit meinem Nagel nicht in das Produkt reinkomme, weil zu lang und so. Und habe das danach eben auf meinem Nagel verrieben. Das war die Hand. Da habe ich dann durchsichtigen Nagellack drüber gegeben und fertig. Ich muss sagen, ich finde es okay. Ich finde es aber jetzt nicht mega mäßig. Also diese Chrompigmente, die man eben gerade beim Gelnagel machen oft verwendet, sind da schon nochmal so ein bisschen schöner. Das ist immer noch sehr glitzerig. Also diese Chrompigmente sollen ja schlussendlich gar nicht mehr glitzern, sondern wirklich nur noch spiegeln. Und das habe ich mit dem nicht hinbekommen. Es ist aber trotzdem auf jeden Fall für den Preis von 2,95 € fürs Powder und 2,95 € für den Überlack vollkommen in Ordnung. Ich dachte mir dann aber am nächsten Tag, ich würde das Ganze gerne noch mit Farbe ausprobieren und habe mich dafür 3 verschiedene Nagellacke entschieden. Nämlich einmal für den von Opie, diesen Nail Lacker in der Farbe. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, welche Farbe. Es ist so ein helles Cremefarben. Dann habe ich einmal von Look by Beeper. Das ist die Eigenmarke von Rewe, also ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch bekommt, aber in Österreich wäre das ihre Eigenmarke von Rewe, einen weißen und einmal den schwarzen von H&M, also einen, diesen Opie, der ist ein bisschen teurer und die anderen 2 sind eher so Medium- bis Billigprodukte und ich dachte mir, das probiere ich mal und habe die auf diesen 3 Fingern aufgetragen, hier am Daumen den weißen, hier diesen cremefarbenen und hier den schwarzen. Also ihr seht, das ist schon mal ein enormer Unterschied auf jeden Fall zu den anderen Tönen, also zu den anderen Nägeln sozusagen. Also ich kann auch bei diesem empfehlen, verwendet einen Unterlack. Und mir persönlich hat das auf dem Weißen eigentlich am besten gefallen. Auch am Schwarzen ist es schön, aber auf dem Weißen hat es mir am besten gefallen, weil die Farbe darunter so am dezentesten war und trotzdem aber schön rausgestrahlt ist. Das war beim Cremefarbenen nämlich nicht ganz so der Fall. Also ich würde euch empfehlen, keinen normalen Unterlack zu verwenden, sondern gleich einen farbigen Lack. Was auch noch sehr gut sein soll, ist, dass man das Ganze trocknen lässt, wenn man den Überlack drüber gegeben hat und dann nochmal eine zweite Schicht aufträgt. Da habe ich dann einfach nur das Problem, dass meine Gelnägel, dadurch, dass die schon sowieso so ein bisschen dicker sind als ein normaler Nagel, das wird mir einfach zu dick. Das werden zu viele Schichten. Das gefällt mir dann persönlich einfach nicht mehr. Somit kann ich sagen, ich finde das an sich ganz gut. Ich finde es eine ganz lustige Idee. Ich finde es vor allem gut, glaube ich, für Leute, die eben nicht regelmäßig zu einer Nageldesignerin gehen und nicht auf dieses Chrom, auf diese Chrompigmente zugreifen können. Denn ich glaube schon, dass die Chrompigmente eine Spur besser sind und auch nicht so viel teurer. Ich glaube aber, dass man da eine Lampe bräuchte, um die zu verwenden. Ich weiß nicht, ob man unbedingt Gelnägel haben muss, aber ich glaube, man bräuchte eine Lampe, um sie zu verwenden. Soweit ich weiß. Da kenne ich mich aber auch nicht so gut aus, also steinigt mich nicht, wenn es falsch sein sollte. Denn auch von der Haltbarkeit ist das zumindest auf Gelnägel so ein bisschen schwierig. Ich muss aber auch sagen, dass das gar nicht nur am Puder liegt, sondern auch an meinen Nägeln. Also auch der Nagellack hat gerade auf den Spitzen einfach nicht mehr
so gehalten, wie es sein sollte. Und das tut bei mir Nagellack aber sehr selten. Also es gab bis jetzt wenige Nagellacke, die wirklich gut auf meinen Nägeln gehalten haben. Das heißt, vielleicht, wenn ich einen perfekten Nagellack finden würde, der wirklich gut auf meinen Nägeln hält, würde auch das Nail Powder länger halten. Ich habe das jetzt seit Dienstag drauf, glaube ich. Und wir haben heute Samstag. Also es ist eh vollkommen in Ordnung. Es ist immer noch mehr oder weniger drauf, aber gerade die Spitzen sind halt einfach abgehauen. Und das ist aber bei Spitzennägeln immer so ein bisschen schwieriger und ist eigentlich fast immer der Fall. Mein abschließendes Fazit wäre auf jeden Fall, ich würde es an eurer Stelle probieren. Also probieren auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt wirklich speziell Gelnägel habt, würde ich euch eher empfehlen, mit eurer Nageldesignerin oder mit eurem Nageldesigner oder wenn ihr es selber macht, selber zu reden oder zu schauen, dass ihr so ein Chrompigment besorgt, weil das etwas ist, das meiner Meinung nach nochmal schöner auf den Nägeln ist, besser auf den Nägeln hält. Mir persönlich auch einfach besser gefällt, ist aber jetzt wieder etwas sehr Persönliches. Wenn ihr aber normale Nägel habt und sagt, ihr wollt das unbedingt mal ausprobieren, dann ist das auf jeden Fall ein Probieren wert. Vor allem, weil ihr schlussendlich für so ein Powder und für den Überlack 5 Euro zahlt, ein bisschen über 5 Euro. Das ist meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, um sowas mal auszuprobieren. Ich werde es auch sicher das ein oder andere Mal wieder verwenden, aber ich muss halt sagen, für mich persönlich, ich werde mir keine weiteren Farben kaufen. Ich wollte mir eigentlich noch weitere Farben kaufen, aber schlussendlich hat es mich eigentlich nicht so umgehauen, dass ich mir unbedingt noch eine weitere Farbe kaufen müsste. Das war's. Ich werde euch jetzt hier noch schnell das Video von der lieben Amy verlinken. Die hat, wie gesagt, noch so, ist auf das ein oder andere noch ein bisschen mehr eingegangen und vor allem hat sie alle Farben ausprobiert. Somit dachte ich mir, das könnte euch vielleicht auch interessieren. Drunter könnt ihr mich abonnieren. Schreibt mir gerne runter in die Kommentare, ob ihr es schon probiert habt und was ihr davon haltet. Ob es euch gut gefällt oder ob ihr auch eher so zwiegespalten seid, so ein bisschen wie ich. Das war's. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!